Hahaha, Onypel. So, Neujahrsnübel habe ich schon gemacht. Nachtrag. Ja, es ist unglaublich. Es ist echt abartig. Warte mal. Es ist in der Tat widerlichst, wenn in den DAF rein nur, ich will jetzt mal nicht das Wort Kanacken nehmen, sondern einfach vielleicht das Wort Fahrer nehmen, die sich um die Bumskarre hier nicht kümmern. Ja? Da wird mit den 3,5 mm Klinkerkabel mit aller Gewalt in die Buchse eingefuhrwerkt, wie ein Dummer. Ja? So, dass die Kontakte hinten ja nun nicht mehr dort fassen können, wo sie anfassen sollen. Und deshalb alle anderen Fahrer nur diese wohlgemerkte Buchse, ich sage bewusst Buchse, ja, Buchse, nicht mehr nutzen können, weil eben die anderen wie die Dummen das Kabel dort rein rammeln und sich dann wundern, na hoppla, würdest du das nun mal hinkriechen, Mädel? Sag mal, ey, ehrlich, da kommen wir auch gleich noch zu, Frau am Steuer, da kommen wir gleich noch dazu. Ja, in jedem Fall, 3,5 mm Kabel kannst du in dem Schuppen hier abschminken, weil eben wegen Isni. Ja, könntest du gerade ausflippen. So, das ist schon mal Punkt 1. Punkt 2 ist, also Primum wäre das, ne? Ne? Primum Sekundum. Ja, das ist lateinisch für zweitens, glaube ich. Irgendwer hat schon wieder geschrieben, bestimmte Frau Hagedorn. Die sagt, will ich so gefälschten Finger ziehen. So, Sekundum, ne? Das Radioprogramm in Mainz, Wiesbaden und Umgebung kannst du nehmen und anzünden. Mehr kannst du damit nicht machen. Ist echt so. Ja? Die latschen einen Scheiß und bringen Musik, da wird's im Himmel Angst. Ja, manchmal denkt man ja, weißt du, fürs Vaterland macht man viel mit, aber bei dem Scheiß hier, bei Antenne Mainz hört der Spaß auf. Echt. Ja. So, sind wir zum Thema öffentlich-rechtlicher Rundfunk. Ne, das sind ja private. Warte mal, sind das private? Ich glaube schon. Jaha, wer schreibt denn da nur? Weiß ich nicht, ich kann jetzt nicht gucken. So, Fakt. Ja, also Antenne Mainz anzünden. Anbrennen, fort den Storch. Ja? So. Mädel, wenn du nicht gleich Gas gibst, komm ich vor und klatsch dir eine. Wie kann man denn nur fahren wie ein Neugeborener? Opel Corsa, wenn ich das schon sehe, da kommt mir auch die Galle hoch hier. Nimm das Telefon aus der Kralle und fahr! Eine elende Fotze, du. Aha, guten Morgen. Ah, wird es dir schon anders, wenn du DAF im Rückspiegel siehst, wenn du nur noch Frontscheinwerfer vom DAF im Rückspiegel drinnen rein siehst. Weiber, echt ist. Komm, ist gut. Kommen wir gleich noch zu. So. Wo war ich denn jetzt? Hm. Also egal. Tertio. Ja? Sagt Zement, diese alte, echt, ich zünd's an, ich zünd's an! Ja, jetzt reicht's mir, jetzt flackt das hier. So Mädel, jetzt kannst du dich selber befingern, du elende Möse, ey. So was Blödes, du. Ich sag doch, na gut, komm mal gleich zu, das ist Quantrum, oder wie es heißt, Querz, Querzium. So, Tertium erstmal, drittens. Drittens, die Pförtner beim Globus Bing. Kannst du nehmen, Sack drüber, draufschlagen bis zum Erbrechen. Ja, die Typen dort, die sind schon tot, den hat es auch bloß noch keiner erzählt. Die haben ja nur einen relativ seichten Job. Ja, du musst ja nicht können, außer sitzen und dummes Gesicht machen. Und darin sind sie echt gut. Muss man den wirklich lassen? Ja? Wenn sie was können, dann Fresse ziehen. So. Aber
Wenn du als Pförtner in der Lage sein musst, eine LKW-Anmeldung in ein Computersystem einzutippen, wäre es doch wohl sinnvoll, wenn die Jungs erstens wüssten, was ein Computer ist, zweitens wüssten, was ein Lastkraftwagen ist und drittens das so kombinieren, dass man mit einer Tastatur in den vorher genannten Computer den vorher genannten LKW auch eintragen kann. Wenn die aber gerade mal mit einem Finger tippen, nicht mal mit zwei Zeigefingern wird getippt. Nein, mit einem Tipp, 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 Tipp. Leute, ohne Spaß, ja. Das sind Typen dort, das sind alles schon Rentner. Die sind schon seit 100 Jahren nicht mehr am Arbeitsleben drin. Und solche setzen die dorthin für eine LKW-Anmeldung. Da stehen 15 Fahrer, da sitzen die Pappnasen dort drinnen, klatzen sich blöde an, ja, und lachen sich gegenseitig scheckig drüber, weil ja keiner von denen fähig ist, eine Tastatur zu bedienen. Na, da würde ich doch mal aufhören zu lachen, vielleicht den dorthin setzen, der es kann. Also echt mal, ja, die Typen dort, der vor allen Dingen der geilste ist ja der ganz alte Vogel dort. Der ist bestimmt schon 400 Jahre. Der hat schon mit Methusalem zusammen im Sandkasten gespielt. Ja? Die dumme Sau sitzt da, guckt sich auf den Lieferschein komplett um, stellt dann fest, so, das ist ja wirklich für uns. Jetzt prüfen wir mal die Ware. So, da stehen jetzt aber nur Abkürzungen. Kollege Heinz Bampel weiß jetzt aber nicht, was das alles heißt. Also ist ja nicht das Sinnvollste, den Fahrer zu fragen, vielleicht, was das für Ware ist. Nein. Wir lesen uns den gesamten Lieferschein durch. Vom Ladedatum bis dorthin, wo steht Unterschrift bitte hier. Das lesen wir uns alles durch. Komplett. Von oben bis unten. Aber der ist deswegen hinterher nicht schlauer. Ja? Der weiß jetzt effektiv nur, was auf dem Lieferschein steht. Und weil er ja aus der ersten Seite nicht schlau wird und nicht weiß, was man geladen hat, lesen wir uns halt die Kopie, also den Durchschlag, wo quasi exakt dasselbe drauf steht, lesen wir uns die halt auch noch durch. Vielleicht sind wir dann hinterher schlauer. Was sich so für den, also in seinem Spatzenhirn, für einen sehr guten Plan anhört. Also, wie gesagt, ich will dort keinem zu nahe treten, ja, aber es sind alles durch die Bank absolute Versager, die dort sitzen. Alles! Ich meine, die wechseln so oft das Personal, da kann es nicht so schwer sein, dort irgendwo mal einen hinzusetzen, der wenigstens zu 6% kompetent ist. Wenn du die Typen ins Wasser schmeißt, die können nicht mal selbstständig schwimmen. Obwohl sie fett sind wie sonst was, ja, die würden nicht mal selbstständig schwimmen. Selbst Weißbrot kann selbstständig schwimmen. Junge, Junge, Junge. Na gut, Globus an sich braucht man ja nichts sagen, ne? Um 12 Uhr Termin, du bist pünktlich um 11 Uhr da, kannst natürlich trotzdem bis 13 Uhr warten. Wozu denn dann Termin? Kommst du zu spät, bist du zu spät. Kommst du zu früh, bist du zu früh. Kommst du just in time, ist es trotzdem nicht richtig. Was denn jetzt? Aber nur beim Trocken, echt, das ist nur so. Nur bei der Trockenwarenannahme, dort kannst du alles in der Pfeife rauchen. Kommst du zur Frische hin? Alles dufte Jungs, ja? Alles Bigobello. Aber im Trocken, echt, die kannst du alle ohne nur nehmen und anzünden. So. Dritter Punkt. Quark, ist doch schön da. Sechster oder so, was weiß denn ich? Frau am Steuer, ungeheuer. Frau am Lenker, kannst du dich auch genauso gut erschießen. Da fährst du beim Globus raus. Da sind nur also eine Auffahrtsspur auf der Bundesstraße und eine durchgehende quasi. Ne? Also so, dass du als Rechtsabbieger nicht Vorfahrt gewähren musst, sondern Schwung holen kannst, weil sie ja sowieso zweispurig wird. Ne? Natürlich interessant für LKWs, ja, dass sie dort in Ebene aus dem Globusgelände rausfahren, bis zur Kreuzung fahren, wieder bremsen müssen, warten müssen und dann wieder Gas geben, sondern wenn sie rechts rum müssen, sich gleich auffädeln können und ab geht der Gelbe. Ne? Die Mutti fährt raus. Und weil sie es eben nicht kann, weil sie es eben nicht weiß, wird erst einmal dort auf der Eisen gelatscht. Vor allen Dingen, die hat ein Kennzeichen aus Bingen dran. Das heißt, sie wird dort vielleicht am Tag immer mehr lang fahren als alle anderen. Ja?
So, nun hast du dort die Rechtsfahrspur. Ja? Da steht die in der Kurve. Guckt auf die freie Spur, da kann ja nur keiner sein, weil Onkel Möche steht ja hinter ihr und regt sich gerade auf, wie bescheuert sie eigentlich sein kann. Na? Von links kommt einer, lacht sich schon kaputt, raucht natürlich volles Cartoon vorbei. So, Onkel Möche steht immer noch dahinter, blägt immer noch, natürlich. Na? Die Mutti guckt, links, kommt nicht. Wunderbar. Und statt diese Spur zu nutzen, die ja nun dafür da ist, dass man auf dieser Spur entsprechend beschleunigen kann und entsprechend mitfahren kann, ja, statt dass sie diese Spur nutzt, prügelt die gerade über die durchgezogene Linie. Ja. Ja, warte mal, hier könnte ich mich ödlei aufblasen, ja? Könnte ich mich ödlei aufregen. Nur weil sie Tarndruck drauf haben, die gesamten Lullis hier, machen sie Pinkelpause und stellen sich erstmal mitten auf der Autobahn, ihr elenden Arschficker, ey. Das sind sie eben, weißt du, Großbritannien, Armee, großartig, große Fresse mit Armee sein wollen und dann zu dumm, um aus dem Bus zu winken, die Jungs hier. Kannst du bloß nehmen und anzünden. Na gut, sind halt Briten, die haben sowieso keine Eier. Alles Waschlappen-Teetrinker. Und vor allen Dingen Frischbier. Bäh. So. Wie gesagt, die Mutti hat nur die Hose voll. Wegen Beschleunigungsspur, also lassen wir die weg. Und kracht, wie gesagt, durch die durchgezogene Linie direkt auf die Spur, die ja durchgehend ist. Was sie nie bedacht hat, wenn man so ein waghalsiges Manöver ja nur macht, wäre es unter Umständen angebracht, das rechte Pedal mehr als nur 4 mm durchzudrücken, sondern vielleicht mal Plauze zu geben und mal Gas zu schmachen auf die Gurke. So. Dann hat sie ja Nissan Micra dann immerhin nur 5 km/h vorbeschleunigt. Wie gesagt, ist jetzt auf dieser Spur und auf der Spur kommt natürlich jetzt nur hinten über die Brücke gefeuert mit einer guten 90. Ja, der Actros-Kippsattel mit vollgeladen bis unters Dach Erde. Und hat die Mutter quasi bald so lange angehobt, dass die Tröte in den Actros vermutlich die nächsten 2 Wochen wegen Daueralarm dort nicht mehr funktioniert. Die Mutter hat so erschrocken, ja, und zieht erstmal brutal links an, aber das Problem ist, links ist dann halt ohne Leitplanke und dort geht's nicht weiter und da ist er halt mal vor Schreck gegen die Leitplanke geschmörgelt. Ja. Ich meine, der Kippsattel hatte ja nur dann rechts auf der Beschleunigungsspur. Ich hatte ihn ja nur rechtzeitig gesehen und dachte mir schon, na hoppla. Ja, der ist dann hat dann auch einen sehr unorthodoxen Schlenker gedreht und hat dann die Omi dort quasi auch stehen lassen. Ja, die steht wahrscheinlich jetzt noch und wischt sich erstmal einen Mieter aus. Ne? Also ich würde sagen, die hat relativ viel Fäkal im Gehrock jetzt gelassen. So wie zum Thema Frau am Steuer, hat sich ja vorhin mit der blöden Ziege aus Rüdesheim oder weiß ich woher, sie kommt natürlich auch wieder bestätigt. Ne? Handy am Ohr, WhatsAppen und dann eben auf der Autobahn nicht mehr als 75 drücken. Naja, kann man machen, kann man sich aber auch hinterher wundern, warum der DAF eben nur 4 mm Abstand hält, ne? Und bei jeder Bodenwelle hinten die Stoßstange kratzt. Kann man sich auch fragen. So. So viel dazu. Hab ich noch irgendein Thema? Nee, ist Schnee. Actros-Fahrer haben so einen. Na, Goldi, brauchst du gar nicht so zu gucken. So. Nee, das war's jetzt. Ja. Briten sind scheiße, hat man schon. Franzosen sind auch alles Waschlappen, hat man auch schon. Was ist mit dir dort jetzt? Aha. So, weiß ich nicht. Das muss man noch erwähnen. Ach so. Also, ich habe einen Kritikpunkt am DAF gefunden. Das hat nichts mit der Motorleistung zu tun, mit dem Motorsound, Ausgangsdrehmoment, Getriebeleistung, Lenkeinschlag oder sonstiges. Nein, es ist einer, der mich persönlich betrifft. Nämlich ist die Sitzheizung auf der zweiten Stufe viel zu heiß für meinen zarten Hintern. Bitte ändern. Danke. Nübelende.